Liebe Genossen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Das neue große Update für Workers and Resources Soviet Republic ist endlich offiziell erschienen. Das Ganze gab es schon seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, in der Beta-Version spielbar. Insofern, die Cracks unter euch werden das schon kennen. Aber für alle, die die normale, stabile Version spielen, wird das Ganze neu sein. Und das ist Anlass genug, das Ganze mal in einem Video kompakt zusammenfassend vorzustellen, was da alles neu mit drin ist. Dieser Patch hat die Nummer, nein, nicht 0815, das ist bei diesem Spiel gar nicht möglich, sondern 0885. Und ich möchte euch vor allem vier Dinge vorstellen. Das sind eigentlich auch die Dinge, die mit dem Patch dabei sind. Erstens, der neue Kosmonauten- oder Realismus-Modus. Zweitens, einige Veränderungen beim Straßenbahnsystem. Drittens, ganz neu die Metro mit dabei. Und viertens, diverse Kleinigkeiten. Fangen wir mal an mit dem Kosmonauten-Modus und das will ich euch zeigen, indem wir uns auch mal schon eine Neuigkeit, eine Neuerung anschauen, die ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt habe, nämlich eine neue Karte. Denn das ist eigentlich noch die fünfte Veränderung im Bereich Kartenerstellung. Da hat sich ein bisschen was getan. Wählen wir mal diese slowakische Karte aus, das ist nämlich die neue. Aber vorher schauen wir uns diese Einstellung an, denn hier finden wir diesen neuen Kosmonauten-Modus. Sehr leicht, leicht, mittelschwer, das kennt man. Das sind so Voreinstellungen, die kann man natürlich noch jeweils justieren. Kosmonaut ist die superschwere, schwerste Einstellung, die es gibt. Das heißt, alle Optionen auf schwer. Aber okay, das ist jetzt noch nichts Besonderes. Besonders ist der realistische Modus, der jetzt hier neu hinzugefügt wurde. Und der ist also beim Kosmonauten-Modus mit aktiviert. Das heißt, alles ist schwer plus dieser realistische Modus. Und das macht es wirklich hardcore schwer. Warum? Was macht der realistische Modus? Erstens, man kann nicht mehr mit Geld sofort bauen. Weder Gebäude noch Infrastruktur. Alles muss manuell gebaut werden. Und man kann auch keine Rohstoffe in den Gebäuden kaufen, also in den Warenlagern, in den Produktionsbetrieben. Wenn man mal Probleme hat, wurden die ja sonst dahin gebeamt. All das ist nicht mehr möglich. Man muss alle Rohstoffe vom Zoll holen. Also mit LKWs, mit Vertriebszentren und so weiter. Das klingt alles irgendwie ganz harmlos, aber gerade besonders am Anfang ist das wirklich hardcore, weil man sich jeden Schritt ganz genau überlegen muss. Weil man erstmal alles wirklich aufbauen muss selber. Aber wie baut man das auf, wenn man gar keine Bauindustrie hat? Die muss man ja auch selber aufbauen. Da gibt es allerdings ein paar Hilfen, die neu dazugekommen sind. Die will ich euch zeigen. Kurzer Hinweis bei diesen Optionen, die letzten beiden Optionen, Anfangsjahr und Fahrzeugverfügbarkeit, die sind beliebig wählbar, auch im Kosmonautenmodus, weil die im Kern jetzt nicht die Schwierigkeit verändern. Alles andere, auch die bewegende Sonne zum Beispiel, ändert schon den Modus, ist nicht mehr Kosmonauten, weil die bewegende Sonne bedeutet ja, es gibt Nacht und in der Nacht, da leuchten die Lichter der Stadt und das verbraucht Strom. Deswegen ist auch die bewegende Sonne Teil des harten Hardcore-Modus. Okay, wir gehen mal rein. So, als erstes sehen wir diese neue Karte, die wirklich sehr, sehr gelungen ist. Ich kann euch kurz mal einen Überblick zeigen. Das ist also die Slowakei. Es gibt schön flache Gebiete und auch richtig bergige Gebiete. Sehr, sehr hübsch. Und was hier das Besondere ist, und das ist nämlich neu im Karteneditor, das ist eigentlich der fünfte große Punkt, den ich erwähnen möchte. Und zwar kann man jetzt nicht mehr nur quadratische Grenzen haben, sondern ich nenne es mal realistische. Also einfach natürliche Grenzen, geschwungene Grenzen, eckige Grenzen, was auch immer. Also die Grenzen, die Länder sind nicht mehr nur quadratisch. Das ermöglicht jetzt natürlich eine ganz andere Vielfalt an Karten. Und zum Zweiten, beim Karteneditor wurde, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, wurde ein Modus hinzugefügt, wie man, den Niederschlag, das Einwirken der Witterung auf Gebirge simulieren kann, sodass man, wenn man selber jetzt Gebirge erzeugt im Kartenmodus, mit einem einfachen Klick gewissermaßen realistische, sanfte Schwünge in die Gebirge reinbekommt. Das kann man nämlich schlecht jetzt per Hand modellieren. Das ist hinzugefügt worden. So, okay. Aber soweit jetzt dazu. Jetzt kommen wir nochmal zum Kosmonautenmodus. Und dafür suche ich mal kurz eine Zollstation.
Ja, Bratislava ist jetzt vielleicht nicht so toll geeignet. Gucken wir mal da hinten hin. Hier vielleicht. Machen wir das mal hier. Und zwar, die große Frage war jetzt, wie baut man jetzt zum Beispiel eigentlich, wenn man gar nicht sofort bauen kann, die Bauindustrie? Unter anderem dafür gibt es ein paar Hilfen, die einem das Spiel jetzt für den Start mitgibt. Und zwar so ganz primitive, aber kostenlose Gebäude, die man bauen kann. Und ich glaube, es sind drei, die da möglich sind. Vielleicht habe ich aber auch nicht alle gefunden. Einmal ein Konstruktionsbüro. Ja, logisch, ne? Wenn ihr ja selber bauen müsst alles, muss es irgendwie losgehen. Wir platzieren das mal hier. Das ist auch sofort da, wird nicht gebaut, ist also ganz primitiv hier. Was wir dann noch haben, ist ein kleines Vertriebsbüro, ein Mini-Vertriebsbüro. Auch das ist sofort da. Und zu guter Letzt noch ein kleines Lager, ein kostenloses offenes Lager. Ich glaube, das ist alles. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn es noch was gibt, was ich übersehen habe. So, und damit kann man jetzt im Prinzip loslegen und alles bauen, wenn man möchte. Aber, ihr werdet euch fragen, ja, wo kommen denn die Arbeiter her, wenn man baut? Ja, da ist auch was Neues. Und zwar sind an den Zollstationen, warten jetzt schon ausländische Arbeitskräfte, die ihr dann mit Bussen zu den Baustellen bringen könnt. Das heißt, ihr definiert dann vom Baubüro aus die Arbeiterressource als Zollstation. Ne? Keine Straßenverbindung, müsste aber jetzt eigentlich da sein. Ah, das ist eine Straße, die unvollendet ist. Ja, okay, gut. So geht's. Das ist ein schönes Beispiel. So geht's natürlich nicht. Da muss dann. Oh, jetzt habe ich. Das wäre jetzt schon richtig ärgerlich, wenn man die schöne Asphaltstraße kaputt gemacht hat. Die kann man nämlich nicht neu aufbauen. Ja, schaut mal, da muss das nämlich her. Denn damit ist jetzt eine Straßenverbindung da und damit kann ich die Arbeiter hier verknüpfen und könnte die abholen. Aber ihr fragt euch zu Recht, wie soll ich die denn abholen? Wir haben ja gar keinen Bus. Wo kommt denn jetzt der Bus her? Denn man kann Busse kaufen. Wir machen das mal. Aber die Busse erscheinen dort nicht, sondern die kommen auch über die Zollstation. Das heißt also, auch Kipper, alles Mögliche, alle Fahrzeuge kauft ihr auf diese Art und Weise und die fahren dann erstmal selbstständig dorthin. Sehr cool. Aber wie gesagt, auch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll das Ganze. Aber das ist es im Kern. Wichtig auch, ich glaube, das war auch noch nicht so bisher, dass man in der Zollstation auch wirklich diese ganzen Basisgeschichten wie Kies und was weiß ich, was man braucht, Bruchstein. Ah, bin mir gar nicht sicher, ob man das kaufen konnte. Auf jeden Fall könnt ihr theoretisch alles erstmal hier kaufen und damit bauen. Lohnt sich aber am Anfang, das hier zu kaufen, ins Lager zu bringen, weil ansonsten ist die Zollstation schnell überlastet mit vielen Baufahrzeugen, die da hin und her fahren. Ja, soweit zu diesem neuen Modus. Da haben wahnsinnig viele drauf gewartet und das ist auf jeden Fall die absolute Königsdisziplin des Spiels, das muss man so sagen. Okay, ich mache hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich in einer vorbereiteten Karte wieder, wo ich euch die anderen Features zeigen möchte. So, und da sind wir. Ihr seht, ich habe mal was vorbereitet für euch. Wir starten mal mit dem Thema Straßenbahn. Straßenbahn gab es auch schon jetzt im Spiel. Allerdings wurde da sehr viel erneuert und verändert und perfektioniert. Ich muss zugeben, ich habe bislang immer eigentlich ohne Straßenbahn gespielt, bei meiner riesigen großen Karte, zu der ich ja auch ein Let's Play mache, unsere Volksrepublik Wallonien. Deswegen kenne ich mich gar nicht so sehr aus und kann euch gar nicht sagen, was vorher genau da war und was jetzt Neues hinzugekommen ist. Aus dem Grund habe ich einfach alles aufgebaut, was es jetzt gibt hier mit Straßenbahn. Was wichtig ist und was definitiv neu ist, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, hier Straßenbahn auf Straßen fahren zu lassen. Ich glaube, das ist zumindest neu. Es gibt zwei Arten von Linien. Also einmal da, wo dann tatsächlich Busse und Autos und LKWs auch fahren können. Oder einmal jetzt wirklich nur dezidierte Strecken, die sehen so aus, für reine Straßenbahn. Da hat man die Wahl. Dann gibt es zwei Haltestellen, auch die sind, glaube ich, erneuert. Eine große Haltestelle hat eine Kapazität, glaube ich, von 250 Wartenden. Da fährt dann die Straßenbahn hier, glaube ich, so ein bisschen rein zum Halten. Ja, genau, ihr seht es. Da können die dann einsteigen. Ich bin mir nicht sicher, ob dann sogar andere Bahnen durchfahren können. Gut möglich, sieht zumindest so aus. Und das ist eine kleine Haltestelle.
Ihr findet das Ganze unter Straßen. Hier, das sind diese Symbole, da findet ihr die ganzen Geschichten zu den Straßenbahnen. Findet ihr auch bei den Depots und bei den Haltestellen und so weiter. So, was ist dann noch dabei? Dann gibt es zwei große Depots. Einmal mit, ich glaube, 8 Spuren und einmal ein kleines, also es gibt zwei Depots, entschuldigt, ein großes und ein kleines mit 4 Spuren. Und hier könnt ihr einfach die Straßenbahn kaufen. Ich klicke einfach mal durch, dann seht ihr, welches aktuell gibt. Aber ich glaube, da ist nichts Neues hinzugekommen. Was dann noch dabei ist, das ist neu, ist eine Straßenbahn-Endstation. Die habe ich jetzt hier ziemlich ungewöhnlich rangebaut. Die dient dazu, dass hier Straßenbahnen warten können. Man kann das auch definieren, ob variabel oder feste Zeit, sodass auf einer Linie immer der gleiche Abstand zwischen den Bahnen herrscht. Also so wie ich es hier gemacht habe, würde man das jetzt nicht tun, aber das ist auf jeden Fall ein neues, sehr sinnvolles Gebäude. In der Regel würde ich sagen, baut man vielleicht auch keine Ringlinien, sondern Linien, die hin und her fahren, und dann ist das dafür besonders geeignet. Zum Beispiel die fährt jetzt gar nicht darauf, deswegen ist jetzt hier der Abstand ziemlich blöde. Jo, und was noch dabei ist, ich glaube, das ist hier soweit alles, ist das hier. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, wozu das hier dient. Also man kann jetzt hier Straßenbahnschienen mit richtigen Zuggleisen verbinden. Möglicherweise, um Straßenbahnen über längere Strecke irgendwo hinzuschicken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es geht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was die Bedeutung des Ganzen ist. Es gibt außerdem noch eine Verknüpfung, um die Straßenbahn mit Strom zu versorgen. Da ich aber hier Strom deaktiviert habe, kann ich euch nicht zeigen. Ist aber auch unspektakulär und gab es, glaube ich, auch vorher schon. So, das ist ja schon cool, aber jetzt wird es richtig cool, kann ich euch sagen. Und was ihr hier seht, ist das neue Metro-System. Ja, und das Coole, und das finde ich wirklich gut an diesem Metro- oder U-Bahn-System, ist, dass das nicht nur eine unterirdische Bahn ist, sondern dass sie auch wie eine S-Bahn überirdisch fahren kann. Die Gleisstrecken, die haben hier so einen Zaun, das finde ich auch sehr schön, womit sie vom Rest irgendwie geschützt sind vor unbefugten Betreten. Und dementsprechend, weil man sie überirdisch fahren lassen kann, gibt es jetzt unterschiedliche Arten von Stationen. Und zwar immer in klein und groß. Einmal so eine ebenerdige Station, die seht ihr hier. Ne, logisch. Gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Metros. Aber das Tolle ist, die können auch als ja, erhöhte Bahn fahren. Und das sieht wirklich spektakulär gut aus, wie ich finde. Das macht man hier einfach. Hier gibt es auch diese Metrolinien. Mit diesen Stahldeck-Fachwerkbrücken oder was man da haben möchte, geht auch diese andere Strecke. Als ob ihr eine Brücke baut. Und dafür gibt es dann auch erhöhte Plattformen. Meine Güte, ist das cool. So, und zwar gibt es da zwei, auch wieder eine große und kleine. Und die unterscheiden sich auch dadurch, dass hier auch Straßen unter sich, also Straßen durchgeführt werden. Während hier nur Fußgänger irgendwie durchkommen. Beziehungsweise, das ist Quatsch, dass Fußgänger durchkommen. Ich sehe gerade, hier gehen die Fußgänger hoch. Aha, alles klar. Vergiss, was ich gesagt habe. Also, auf jeden Fall, hier können Straßen durchgeführt werden, hier nicht. So weit, so gut. Dann haben wir hier, das Gebäude ist im Prinzip auch das, was wir bei der Straßenbahn da gesehen haben. Also dieses Endgebäude. Das habe ich bloß jetzt hier einfach mal auf die Strecke gebaut. Kann man hier. Das ist auch so ein Wartegebäude. Zeitlückenmodus gibt es hier auch. Dann, wo kauft man die Metros? Die kauft man im normalen Zugdepot. Man muss bloß, da war ich erst ein bisschen verwirrt, man muss bloß hier Metrogleise nehmen. Man kann natürlich jetzt nicht mit Zuggleisen hier operieren entsprechend. Aber ihr findet hier die Option U-Bahn. Und könnt das hier einkaufen. Ich sehe aber gerade, hier kann man auch Straßenbahn kaufen. Möglicherweise ist das der Grund, warum es diese Verknüpfung gibt. Hier von Straßenbahn zu echten Gleisen. Könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, auf jeden Fall kauft ihr dort die Metros. So, aber
Natürlich ist es auch eine U-Bahn. Und das ist ja ein entscheidender Aspekt dabei. Und dementsprechend könnt ihr Tunnel bauen. Und das Schöne ist, dass anders als bei den Tunnel für die Eisenbahn, man dafür jetzt kein Berg braucht, sondern man wirklich jetzt auch auf ebener Erde einfach in den Untergrund gehen kann. So, und das Ganze läuft über Züge. Und dann seht ihr hier bei den Tunneln gibt es eben den U-Bahn-Tunnel. Und das habe ich für euch schon mal hier so gebaut. Und wir gehen mal in den unterirdischen Modus. Und ihr seht, hier geht es runter. Ich habe es nicht gleichmäßig gebaut. Man könnte noch deutlich tiefer gehen, als ich gegangen bin. Und ja, hier führt dann die unterirdische Strecke entlang. Und ihr seht, aber logischerweise gibt es auch unterirdische Stationen, Metrostationen, so wie es sein soll. Und da gibt es zwei Varianten. Einmal diese Variante, die ihr hier gerade seht. Das ist quasi mit einem schönen Gebäude, wo dann die Fußgänger hier solide reingehen können. Das ist die eine Variante. Also recht repräsentativ. Die andere Variante ist erstmal eine Metrostation, die keinen definierten Ausgang hat, sondern was sie hat, ist Folgendes. Wir gehen mal auf die Fußwege. Sie hat hier quasi Fußwegausgänge und die kann man jetzt nutzen für Fußgängertunnel. Und die kann man echt beliebig jetzt hier frei sich so bauen, wie man möchte. Was ich hier gemacht habe, ist ziemlich absurd. Also es geht hier runter und jetzt wieder hoch und da dann raus. Das kommt, weil ich hier nicht beachtet habe, dass da genug Platz ist. Also normalerweise würde man wahrscheinlich das jetzt hier nach oben führen. Ah, schaut mal. Geht sogar. Perfekt. Könnte man jetzt doppelt machen. Einmal reicht wahrscheinlich. Von dort ist ja alles erreichbar. Ja, schaut mal. Und da kommen sie dann raus. Also das Ganze ist dann hier ein bisschen flexibel verwendbar. Hier gibt es noch Lüftungsschlitze im Übrigen. Die müssen sein. Und ihr könnt hier dolle Konstruktionen machen. Das heißt, ihr könnt auch noch tiefer gehen und zum Beispiel hier so eine Querbahn kreuzen lassen. Möglicherweise sogar Umsteigepunkte machen und all so ein Schnickschnack. Also da ist richtig viel möglich mit diesem Metrosystem. Und wie ich finde, sieht es auch verdammt, verdammt gut aus. So viel zur Metro. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar Kleinigkeiten, dies und das. Und auch das habe ich mal für euch ein bisschen vorbereitet. Als erstes etwas, das ich im Let's Play schon im Einsatz hatte. Es gibt jetzt ein... Nee, das will ich euch nicht zeigen. Es gibt ein Tunnelbohr, eine Tunnelbohrmaschine. Die kann ich euch jetzt... Oder die will ich jetzt euch auch hier nicht im Einsatz zeigen. Probiert es selber aus. Es ist sehr beeindruckend, das Ding fahren zu sehen. Und vor allem... Das Tunnelbauen, das Eisenbahntunnelbauen geht richtig viel schneller. Also das ist eine sehr, sehr feine Sache. Kostet auch höllisch viel Geld, 314.000, also muss man schon ein bisschen was haben. Aber vereinfacht das wirklich enorm. So, dann eine durchaus wichtige Veränderung, zeige ich euch an diesem Beispiel. Und zwar kann man jetzt, wenn man irgendwas in Auftrag gegeben hat als Baumaßnahme, kann man jetzt Prioritäten setzen. Niedrige, mittlere und hohe Priorität ist einstellbar und eure Baubetriebe orientieren sich dann danach. Ich denke, auch das ist eingeführt worden, weil gerade dieses Feintuning im Realismusmodus besonders wichtig ist. So, dann eine kleine feine Sache, die aber, glaube ich, einige erfreuen wird. Und zwar, seht ihr den Unterschied? Ja, natürlich seht ihr den Unterschied. Wenn ein Fußgängerweg eine Straße kreuzt, dann kommt ein Zebrastreifen. Wenn er nur auf die Straße führt, gibt es keinen Zebrastreifen mehr. Das war früher anders. Klein, aber fein. Und dann ist mir auch gerade erst aufgefallen, gibt es eine neue Straße. Ein Betonplattenweg. Darüber freue ich mich wirklich sehr, weil das hat man durchaus öfter gesehen. Und in dieser Zeit und vor allem ist es dann nochmal... ein Zwischenstück zwischen Asphalt und Kiesstraße. Nämlich auf Asphalt fahren wir 110 und auf der Plattenstraße 80. Während hier auf der Kiesstraße wir 60 fahren. Auch das nicht ganz unwichtig, vermutlich mit Blick auf den Kosmonautenmodus, weil man ohne Asphalt schon eine einigermaßen schnelle Straße bekommt. Ich glaube, auch deshalb haben sie es getan. Und haben sie es reingebracht. Und man sieht hier im Übrigen, das ist auch die Grundlage für diese
Straßenbahn unterlage. Okay, schnell zurück. Das letzte, was ich euch zeigen will, es gibt neue Varianten bei den Fördertürmen. 3-in-1-Varianten. Ich glaube, auch bei den normalen Varianten gibt es diese neuen Versionen. Hoch und niedrig, also groß und klein. Und vor allem verschiedene Positionen, wo das dann von dort aus weitergeht. Ne? Also ihr seht es, entweder von hier oben oder von da unten dann wieder hoch. Das ist sehr, sehr hilfreich. Es gibt noch eine Menge Kleinigkeiten, die der Patch bringt, aber ich würde mal sagen, das sind die großen Brocken gewesen, die ich euch hiermit vorgestellt habe. Und das Faszinierende ist, die Entwickler sind schon fleißig dabei, am nächsten Ding zu arbeiten. Das wird vor allem das Thema Müll und Abriss werden. Da haben sie auch echt coole Ideen. Aber das ist dann Thema des nächsten großen Patches und damit auch des nächsten großen Videos. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.